Herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich bin Ina Himmelmann aus der Anstiftung. Ich koordiniere hier das Netzwerk Reparaturinitiativen. Und ihr seht neben mir hier schon unseren Referenten heute Abend, Lars Gauster. In diesem Fall sozusagen Laser Lars, denn heute Abend geht es um die Reparatur von CD- und DVD-Playern. Und gebt mir mal bitte im Chat, den ihr vielleicht rechts schon entdeckt habt, ihr schreibt gleich schon fleißig eine kurze Rückmeldung, könnt ihr mich sehen, hören oder muss ich da noch an irgendwelchen Einstellungen schrauben? Alles bestens, sehr schön. In dem Chat könnt ihr Fragen stellen während dem Webinar. Ich werde da mit drauf gucken, Lars wird auch einen Blick drauf haben und genau, da könnt ihr interagieren mit uns. Wenn ihr da eine Nachricht sendet, bitte schickt ihr an alle Teilnehmer, weil wenn das manchmal nur bei mir oder bei Lars als Moderator landet, dann passiert da auch schnell das, was untergeht. Genau, am stabilsten läuft diese Webinar-Software im Browser Chrome. Wenn ihr Firefox oder Microsoft Edge oder so verwendet, dann geht das auch, aber am stabilsten hat sich Chrome bewährt bisher. Genau, das Webinar wird aufgezeichnet und steht dann ab morgen bzw. nächster Woche zur Verfügung. Und jetzt wird repariert. ich werde mich in den Hintergrund schalten und an den Lars übergeben und wünsche euch und uns allen einen informativen Abend. Viel Spaß. Ja, ich sag mal fröhliche Schwitzen. Zur Info, der Monitor steht bei mir rechte Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich auch einigermaßen gut hören. Funktioniert das? Reinhard, magst du mal ganz kurz eine Meldung dazu geben, ob du mich hören kannst? Jo, läuft. Okay, das ist klasse. Also, ich habe jetzt mal, es geht heute speziell um DVD-Technik, CD-Technik. Im Prinzip fangen wir heute an mit CD-Technik. Was ist zu beachten? Wo liegen die großen Probleme, etc., etc.? Und warum man mit bestimmten Sachen nicht reinigen wollte, warum man Sachen reinigen wollte und so weiter. Ich berichte euch jetzt einfach jetzt mal aus meinem Laboratur, Schatten, wenn ich hier jede Sache durchführe und so weiter, nur dass ihr einfach so ein Gefühl kriegt, wie ich es zum Beispiel mache. Es gibt mit Sicherheit andere Leute, die machen es anders, die haben andere Erfahrungen. Ich kann euch eben ja nur berichten, wie ich es selber mache. Und ich habe natürlich jetzt über viele, viele Jahre sehr gute Erfahrungen mit meinen Reparaturmethoden entwickelt und bin auch sehr zufrieden damit. Und deshalb könnt ihr euch überlegen, welche Methoden ihr anwendet. Ich empfehle euch da nichts Großartiges. Ich möchte euch nur zeigen, was halt machbar ist und wie ihr bei der ganzen Sache vorgeht. Geplant ist das Ganze jetzt so, dass im Prinzip das Ganze jetzt wie im Repair-Café gerade hier läuft. Das heißt, ich habe hier einen CD-Spieler, den schrauben wir zusammen auf. Also ich schraube ihn für euch auf. Wir gucken uns das Ganze an, was ist hier los? Wie gehen wir an die ganze Geschichte einfach ran? Wie kann man CD-Spieler gut öffnen? Wie kommen wir jetzt zum Beispiel an den Mechanismus ran, der ganze Schiebemechanismus, das heißt der Schublade, warum die zum Beispiel nicht aufgeht? Wir haben die Möglichkeit, CD-Leseeinheit zu reinigen. Ich zeige euch noch einen Trick, wie man die Leser einigermaßen abgleichen kann, ohne dass wir jetzt großartig hier ein Oszilloskop benutzen und sonst solche Geschichten, sodass wir rein intuitiv dran arbeiten. Ich werde euch sagen, wie viel Grad man ungefähr am Verstärkungsprofil des Lasers rumdrehen darf, wenn man überhaupt rumdrehen sollte. Das ist im Prinzip immer das Letzte, was man machen sollte, am Regler rumdrehen, aber das erkläre ich euch gleich noch. Und ihr könnt fleißig Fragen stellen im Bereich Lasertechnik beziehungsweise im Bereich der CD-Technik. Wir reden ja hier von CD, Blu-ray und ganz normale DVD-Technik. Das ist im Prinzip überall das Gleiche, nur dass halt das Laufwerk bzw. der Laser halt etwas anderer ist bei den Blu-ray-CD-Spielern. Was wichtig ist, denkt bitte dran, wir arbeiten hier mit Laser. Laser bedeutet, ihr sollt nicht direkt in den Laser reinschauen. Achtet bitte auf Spannungsfreiheit. Das heißt, wenn ihr am Laser arbeitet, zieht bitte vorher den Stecker rauf. Ganz wichtige Geschichte, weil es kann durchaus zu einer Augenverletzung kommen bei diesen Geschichten. Und deshalb ist auch nicht ohne Grund auf jedem Gerät halt dieses gelbe Symbol, Vorsicht, Laser, Gefahr für die Augen. Möchte ich nur mal so als Hinweis noch einmal rausgeben. Und ja, dann können wir im Prinzip schon starten. Ja, gut. Habt ihr schon Fragen dazu? Nein, keine. Bitte, Erik, kannst du mich so schlecht verstehen? Okay, dann schalte ich mal auf anderes Mikrofon um.
Komplett weg. Also ich, von meiner Seite aus war der Ton vorher gut. So, könnt ihr mich jetzt wieder besser verstehen? Ja. Okay, dann lassen wir das jetzt mal so. Dann rede ich vielleicht gleich mal ein bisschen lauter. Muss ich nur zwischendurch mehr trinken. Gut. Kollegin. Haben wir auch Kolleginnen dabei? Sehe ich gerade nicht jetzt, ne? Okay. Los geht's. CD-Spieler. Das heißt, euer Kunde kommt zu euch ins Repair-Café und sagt, CD wird nicht eingelesen. CD macht Probleme, CD springt, etc., etc. Das Erste, was ihr natürlich macht, das ist klar, ihr schraubt das Gerät erstmal auf. Und bitte nicht gleich irgendwo dran rumdrehen oder sonst was. Erstmal gehen wir ganz normal mechanisch ran an diese Geschichte. So, ich schalte die Kamera mal um und nehme euch jetzt mal mit ins Gerät. So. Wie nehme ich euch denn mal geschickt jetzt mit rein jetzt hier? Mit einer Stativ. So, ich wechsle mal kurz das Stativ für euch hier. Okay, so kann man schon ein bisschen was erkennen, ne? Jetzt drehe ich nochmal eben das Stativ nochmal um. Okay, CD-Spieler. CD-Spieler hat ja ganz oft das Problem, dass das Gerät nicht aufgeht. In diesem Fall geht das ganz gut auf, weil ich hier schon einmal den Film fertig gemacht habe. Aber wir fangen jetzt an. Das heißt, grundtechnisch, grundsätzlich ist es so, der Kunde kommt zu euch und sagt als Erstes, ja, er liest nicht ein, CD springt oder Schublade geht nicht auf. Und wenn die Schublade nicht aufgeht, ist es eigentlich schon eine relativ einfache Geschichte. Man sollte definitiv jetzt nicht mit viel Kraft an irgendwelchen Geschichten rumarbeiten, rumreißen. Das Erste, was ich mache, nachdem ich das Gerät aufgeschraubt habe, versuche ich, sofern es möglich ist, hier oben mal den CD-Pulli abzubauen. Sofern es möglich ist. Es ist nicht bei jedem Gerät möglich. Ja, muss ich euch klipp und klar sagen. Es gibt einige, die sind zugeklipst. Das zeige ich euch gleich nochmal anhand eines preisgünstigen DVD-Spielers. So, hier haben wir jetzt die Leseeinheit. Hier ist jetzt der Diskmotor, der Spindelmotor. Hier ist jetzt der Schlittenvortrieb. Ja, das heißt, hiermit wird jetzt die ganze Leseeinheit tatsächlich vorgetrieben, hin und her bewegt. Und das Erste, was ihr machen könnt, bevor ihr hier loslegt mit irgendwelchen Reinigungsarbeiten oder sonst irgendwelchen Geschichten, schaut euch doch bitte mal diese Achse hier an. Diese Achse neigt dazu, sehr, sehr trocken zu sein nach gewissen Zeiten, weil teilweise schlechte Fette dort verarbeitet worden sind und so weiter. Dann nehmt euch einen Q-Tip, macht ein bisschen Fett drauf, ja, kann auch ein bisschen Silikonfett sein und fettet als Erstes hier mal diese Achse. Ja, sodass ihr denn der CD-Spieler tatsächlich ganz normal einmal wieder hin und her fahren kann. Damit habt ihr schon eine ganze Menge an Problemen behoben. Das geht also ratzfatz. Ich öffne jetzt nochmal. Wie gesagt, diese Achse einfach mal ein bisschen fetten. Das ist tatsächlich ein großes Problem, gerade im Bereich von Autos zum Beispiel, wo wir extreme Hitzeunterschiede haben, trocknen diese aus oder fangen an zu verharzen oder manche rosten sogar auch. Und diese Geschichten, wenn die da rosten, kann man das einfach mal vernünftig fetten, ein paar Mal hin und her bewegen. Wichtig ist nur, bitte nicht mit Gewalt. Ne? Wenn ihr zu sehr mit Gewalt rangeht, brecht ihr hier eventuell von diesem Zahnrad kleine Zähnchen raus, was natürlich denkbar schlecht wäre, weil dann haben wir einen größeren Schaden vielleicht verursacht. Also man kann das ganz vorsichtig nach vorne drehen, ja, und dann das Ganze einmal ein bisschen fetten, Thema erledigt. Zweitens, wenn ihr jetzt hier schon im Gange seid, nehmt ihr euch bitte einen trockenen Q-Tip. Bitte keinen Alkohol nehmen, kein Isopropanol, keine Reinigungsmittel oder sonst irgendwelche Geschichten und nimmt einfach einen trockenen Q-Tip. Und jetzt kommt's. Viele sagen, Mensch, der Gauss ist ja verrückt, was macht er jetzt? Ich nehme diesen trockenen Q-Tip und drücke auf diese Linse und reinige die Linse jetzt mit diesem Q-Tip. Ruhig etwas gröber, richtig stramm reinigen. Und warum ohne Alkohol? Warum ohne Reinigungsmittel? Ist eine ganz einfache Geschichte. Die Reinigungsmittel, zum Beispiel Isopropanol,
fängt an, den Klebstoff zu lösen, womit die Linse eingeklebt ist. Die Linse ist ja eingeklebt mit einem bestimmten Klebstoff. Ja, manchmal sind ja auch UV-mäßig einfach eingeschweißt worden. Und dann passiert, dass dieser Isopropanol und diese andere Reiniger, die wir dort benutzen, halt ganz schnell diese Linse löst. Ihr habt zwar einen tollen Erfolg, dass das gut funktioniert in dem Moment, aber im nächsten Moment, wenn der Kunde zum Beispiel nach Hause geht, macht das Klock und die Linse fällt raus und er ist zu Hause und sagt dann, Mensch, funktioniert ja doch nicht. Mensch, ich war doch gerade im Gepäckcafé. Ja? So, jetzt gehe ich dann nochmal ran. Etwas dichter bei der Geschichte. So. Mehr Schärfe kriege ich leider nicht rein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das hier. Also, die Linse tatsächlich trocken reinigen mit einem Q-Tip. Ja, Reinhard, es ist ein Yamaha. Hast du vollkommen recht. Das ist ein Yamaha 493er, ein relativ hochwertiges Gerät. Also, richtig runterdrücken, die Linse und so reinigen. Das ist also kein Problem. Das macht ihr bitte und schaut nach, ob die Linse noch beschlagen ist. Wenn die Linse beschlagen ist, nehmt ihr bitte nochmal einen Q-Tip und reinigt die nochmal. Die Linse sollte so aussehen wie bei mir. Sie sollte durchaus einen Glanz haben. Bild steht. Bild steht wirklich. Bei mir läuft. Also Bild läuft. Und Ton auch. Also alles ist okay. Gut, okay, dann passt das. Okay. Wahrscheinlich, weil hier gerade nicht so viel passiert. Also reinigt ihr bitte durchaus mit Druck. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr mit viel Druck das Ganze macht, aber ihr dürft durchaus. Die Linse hat Spiel. Und die Linse ruhig etwas runterdrücken und schön sanft reinigen, sodass das Ganze schön sauber aussieht und dass man glänzt. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Damit habt ihr im Prinzip schon fast alle Probleme behoben. Jetzt kommt noch eins, was ganz häufig vorkommt. Ich schaue mal gerade, da ist im Chat noch was drin. Ja, okay. Was ganz oft vorkommt, es ist ja hier dieser CD-Pulli-Motor. Das heißt, hier unter, drunten und drunter ist ja ein CD-Motor, ein kleiner Elektromotor. Und ganz oft ist das so bei preisgünstigen Geräten, dass dieses Ding sich runterdrückt. Und wenn das runterdrückt, dann kann der CD-Spieler auch die CD nicht einlesen, weil die CD am Kratzen ist. Das hört man dann auch gleich. Das macht relativ viel Krach. So, ich habe das jetzt hier vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt die Linse hier gereinigt. Ich habe die Mechanik gefettet. Ja, und als nächstes gucke ich mir jetzt nochmal kurz an, wie schaut es mit dem Laderiemen jetzt selber aus? Mit dem Laderiemen, ihr habt oftmals das Problem, dass der Kunde sagt, Mensch, die Schublade geht nicht mehr auf. Okay, dann macht ihr bitte Folgendes. Ihr öffnet das Gerät, drückt auf die Öffnungstaste und schiebt ein bisschen mit euren Finger die Schublade nach vorne, dass sie ruhig aus nach vorne kommt. Bei manchen Geräten ist es so, ne, da muss man nochmal ganz kurz auch die Leseeinheit ein bisschen runterdrücken, das aber nicht weiter schlimm ist. Da muss man das hier ein bisschen runterdrücken und dann funktioniert das Ganze auch. Weil auch durch diese Leseeinheit, durch den Antriebsriemen nach oben gedrückt wird. Das heißt, ich nehme zwei Finger, drücke einmal die Leseeinheit runter und schiebe das Ganze nach außen. Als nächstes macht ihr bitte Folgendes. In der Regel ist es so, dass beim CD-Spieler hier vorne eine Klappe ist. Und die kann man hoch machen. So, die mache ich hier hoch. Das heißt, man kann die immer nach oben hier abziehen. Ganz wichtig. Warum nach oben abziehen? Weil wir jetzt das Laufwerk hier ausbauen. Ja, ich baue jetzt hier mit euch das Laufwerk jetzt parallel aus. So, jetzt muss ich nur die Kamera ein bisschen bescheren hier. Jetzt kippt ihr mir hier gleich wieder um. So, okay. Jetzt habe ich die Schublade rausgefahren. Und hier kann ich schon an der Seite, das könnt ihr auch, glaube ich, ganz gut sehen. Ich nehme mal hier meinen Kugelschreiber. Hier könnt ihr schon den Antriebsriemen sehen. Da ist der Antriebsriemen über die Rolle. Und je älter die Geräte werden, desto mehr haben die einen Standfehler. Das heißt, ein Standproblem. Das bedeutet auch, dass sie einen Standschaden haben. Ein Riemen sollte rund sein. Und in der Regel haben wir hier mittlerweile ein Ei zur Verfügung. Okay, ich habe das jetzt hier vorbereitet. Ich fahre jetzt die Schublade nochmal ein bisschen rein. Ziehe jetzt den Stecker raus und schraube mal eben parallel mit euch die Leseeinheit einfach raus. Das Ganze laufe ich einfach raus. Also bei diesem Gerät sind es 4 Schrauben. Meistens sind es auch nicht mehr. Das ist entfernt. Vorne am Bedienteil bzw. am Laufwerk kann ich das Laufwerk jetzt einfach rausnehmen. Wenn dieser Steg hier vorne noch dran bleibt, das heißt,
der Deckel für die Schublade dran bleibt, habe ich nicht die Möglichkeit, das CD-Laufwerk nach hinten rauszunehmen. So, jetzt machen wir nochmal Folgendes. Ich stecke jetzt nochmal den Stecker wieder rein und fahre jetzt das Laufwerk nochmal raus. Weil ich möchte jetzt nochmal einmal ran an den Laderiemen. So. Stecker ziehen. Und jetzt gibt es bei einigen Laufwerken gibt es einen Trick, sodass man hier dementsprechend das CD-Laufwerk in die Schublade mit nach vorne rausnehmen kann. Das ist immer unterschiedlich. Ganz wichtig. Bei diesem Gerät ist es tatsächlich so. Wir haben hier auf dieser Seite, jetzt nehme ich euch mal ein bisschen mit. So, ich lege das mal in die Seite. Wir haben hier auf dieser Seite so einen kleinen. Ist bei mir jetzt alles ganz dunkel gerade geworden hier. Einen Moment, das ist mein Fehler. So. Hier ist so ein kleiner Nupsi, so ein kleiner Schalter sozusagen, so eine kleine Nase. Und diese Nase klappe ich jetzt mal nach vorne weg. Vom Prinzip her laufen alle Geräte gleich. Unter dieser Nase befindet sich dort eine Sicherung, ein Sicherungsbolzen. So eine kleine Plastikkappe im Prinzip. Da ist sie. Das ist die kleine Plastikkappe. So ein kleiner Plastikstift, die dafür sorgt, dass wir das Laufwerk nicht weiter rausnehmen können, dass das Laufwerk nicht weiter nach vorne fährt. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Laufwerk gleich nach vorne rauszunehmen. Das ist im Prinzip der Anschlag vom Laufwerk her. So. Muss ich nur mal kurz gucken, je nachdem, wo das Ganze ist. Und dieser kleine Schalter, also dieser kleine Bolzen, schaltet zum Beispiel auch unten, da sieht man es, so einen Schallkontakt. Da sieht man das noch. Okay, jetzt nehme ich mal eben das Laufwerk nach vorne raus, wenn ich das jetzt so einfach hinkriege. Und so. Jetzt ziehe ich das ganze Laufwerk, diesen Schlitten nach vorne raus. Hier ist es jetzt bei diesem noch so, der hat jetzt hier rechts und links noch zwei Arretierungspunkte. Diese beiden Arretierungspunkte sorgen dafür, dass ich den Schlitten nicht so weit rausziehen kann. Da müsst ihr einfach mal gucken. Es ist bei jedem Gerät ist es unterschiedlich, aber hier kann ich jetzt einfach diese beiden Arretierungspunkte, die jetzt einrasten, nach vorne wegziehen und dementsprechend kann ich dann den Schlitten weiter durchbefördern. Als nächstes macht ihr euch bitte eine Markierung rein. Wir wollen ja jetzt hier nicht großartig was verstellen, weil wir haben ja eine Ablaufsteuerung drin. Und diese Ablaufsteuerung müssen wir erstmal uns so einstellen, dass ich genau weiß, wo stand jetzt das große Zahnrad. Wenn ich jetzt einfach rumreiße an dieser Geschichte, ja, das heißt, ich ziehe jetzt einfach und es stimmt eventuell der Ablaufpunkt nicht mehr, habe ich natürlich ein Problem, dass eventuell die Schublade nicht mehr richtig zugeht oder die Leseeinheit nicht mehr hochkommt. Und darum macht ihr euch einfach einen markanten Punkt. Bei einigen Geräten gibt es tatsächlich Servicepunkte. In diesem Fall ist das jetzt nicht so. Ich suche mir jetzt hier einfach was raus, mache mir jetzt hier einfach mal einen Strich und auf der gegenüberliegenden Seite genauso, sodass ich jetzt genau weiß, wenn ich jetzt an eventuell was verstelle, dass ich genau weiß, wo ich jetzt wieder hin muss mit meinem System. Darum ist mit dem Ellington einfach relativ schnell gemacht. Das ist eine schöne, einfache Sache. So. Hier sehen wir jetzt den Laderiemen. Das ist der Riemen für das Laden des CD-Spielers. Und je älter so ein Riemen wird, jetzt kann man das hier schon ungefähr erkennen, der ist schon nicht mehr rund. Der hat also hier schon einen Standschaden bekommen. Und dieser Standschaden ist natürlich, je älter das Gerät ist, umso stärker ist dieser Standschaden. Und desto schwieriger ist es natürlich auch für den Motor, diesen Riemen zu drehen, weil er sich natürlich hier hinten an der Achse verfestigt. Dort entsteht dieser Standschaden, natürlich nicht hier vorne in dem Bereich, wo das Großrad ist, sondern da, wo der Riemen am stärksten geknickt wird, wo er ganz stark geknickt ist. Da entsteht der Standschaden. Dann tauscht ihr diesen Riemen einfach aus. Ja, sollte auch schon einigermaßen kräftig sein, er sollte aber nicht zu stark sein, weil sonst die Achse des Motors natürlich verbiegt. Die würde sich ein bisschen rüberziehen oder ich würde eventuell das ganze Plastik hier rüberziehen und dann habe ich auch wieder einen schwergängigen Motor, was ich natürlich nicht möchte. Und meine Schublade geht wieder nicht auf. So, jetzt kann ich hier einmal eine Ablaufsteuerung drehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich bewege das Ganze jetzt einfach mal hin und her und drehe das Ganze natürlich jetzt wieder in den Bereich hin, wo ich das hatte, dass ich das gleich einfach richtig anpassen kann.
Darum ist es immer wichtig, macht euch Markierungen, macht euch Fotos mit dem Handy. Handy können ja mittlerweile heutzutage ganz tolle Fotos machen. Also alles schön irgendwie, wenn es geht, markieren. Je mehr ihr macht, desto besser ist das für euch. Desto weniger Probleme haben wir nachher beim Zusammenbauen. So. Jetzt passe ich das Ganze wieder an, schaue nach meiner Markierung, ne, dass die beiden Striche wieder parallel stehen. Ich drehe das mal einmal ganz kurz hin. Ja, ich habe da habe ich einen Strich gemacht und da gegenüber auch. Können wir das erkennen? Genau. So habe ich das für mich markiert. Nehme dann jetzt wieder den Schlitten, setze ihn von vorne rein und schon läuft mein Zahnrad mit und fertig. Das ist die ganze Geschichte. Jetzt mache ich natürlich noch meinen Sicherungsbolzen da wieder mit rein. Diesen kleinen Bolzen, der hinten nachher einen Schalter schaltet. Thema erledigt. Das zu diesem Laufwerk. Also nichts Schlimmes, es ist kein großartiges Hexenwerk, die ganze Geschichte hier. Das ist eine relativ einfache Sache, die man auch ganz gut reparieren kann. Ich drehe jetzt mal das ganze Gerät hier mal einmal um, das ganze Laufwerk. Bei diesem Laufwerk kann man das schön sehen. Hier befindet sich der Spindelmotor. Der Spindelmotor, der dieses Ding hier antreibt. Zusätzlich haben wir hier den Vortriebsmotor, der im Prinzip in kleinen Schritten, hier die ganze Leser halt nach vorne arbeitet, nach vorne und zurück schiebt, also fährt vor und zurück. Hier habe ich jetzt den Lademotor. Das ist jetzt der fürs Loading, der da zuständig ist. Es kommt auch mal vor, dass diese Lademotoren mal uns ein bisschen schwierig machen, Schwierigkeiten machen. Kommt schon mal vor, aber relativ selten. Da kann man durchaus auch mal hier auf die Platine geben. Und wenn ihr hier mal 3 Volt drauf gibt, könnt ihr auch schauen, dreht der Motor, läuft der auch. Genauso mit dem Spindelmotor geht das auch. Wichtig ist immer nur, dass ihr bitte dran denkt, dass die Verbindung zur Platine gekappt ist. Weil wenn ihr jetzt hier eine Spannung drauf gibt, plus minus ist in dem Fall jetzt egal, wenn ihr hier eine Spannung drauf gibt, fließt die Spannung natürlich zurück auf die Platine und macht eventuell was kaputt. Das wollen wir ja nicht. So, nächste Geschichte. CD, Leseeinheit, sind wir jetzt im Gange. Von oben her, mal gucken, kann man euch das denn zeigen? Von oben her, dort ist ein Potentiometer zu sehen. Dieses Potentiometer hat eine Fixeinstellung. Das heißt, es wird ausgeliefert vom Hersteller mit einer bestimmten Position. Diese Position solltet ihr auch normalerweise nicht verstellen. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass ihr innerhalb eures Repair-Cafés keine Leseeinheiten zur Verfügung habt. Ihr seid in der Lage, die Leseeinheit hier zu reinigen. Das kriegt ihr hin. Ihr seid in der Lage, das zu fetten. Aber ihr seid eventuell nicht in der Lage, jetzt eine Leseeinheit vor Ort zu tauschen. Jetzt dürft ihr Folgendes machen. Wenn ihr feststellt, dass der CD-Spieler aus irgendeinem Grunde die CD nicht einliest, ja, weil natürlich halt das, so ein CD-Spieler hat natürlich auch einen optischen Verschleiß, also auch der elektrische Verschleiß ist ja dort vorhanden. Dieses Potentiometer, auch da macht ihr bitte euch erstmal einen Strich drauf, dass ihr genau wisst, wie das Ding denn stand. So. Als nächstes dürft ihr das Potentiometer mit einem langen Schraubendreher von unten, ja, man kann auch immer schön sehen, sieht man das jetzt? Da. Da ist das Potentiometer und der Hersteller hat von sich aus schon dort eine Sicherung drauf gemacht, einen Sicherungslack drauf gemacht, weil man da einfach nicht rumspielen sollte. Dadurch, dass ihr euch das jetzt markiert habt, dürft ihr in den Uhrzeigersinn, ganz wichtig, in den Uhrzeigersinn. Was? Machen wir gleich rein, das erkläre ich gleich noch. Hier, also ihr dürft jetzt in den Uhrzeigersinn maximal 5 Grad in den Uhrzeigersinn drehen. Wenn ihr zu viel dort dreht, ja, kommt zu viel Leseleistung raus und der CD-Spieler kann damit nichts mehr anfangen. Es kann auch passieren, dass man hier falsch rumdreht. Also, bitte merkt euch, maximal 5 Grad in den Uhrzeigersinn drehen. Damit holt ihr etwas mehr Leseleistung raus und der Kunde kann damit dann auch wahrscheinlich wieder gut mit nach Hause gehen. Ganz wichtig, also auf der Leseeinheit selber. Hier ist unsere Leseeinheit, befindet sich meistens ein Potentiometer. Da kann man es sehen. Dort ist das Poti. Das ist wirklich schwierig hier mit der Schärfe. Ne?
Jetzt ist besser. Dort befindet sich das Podi. So. Das ist das Podi, wo ich jetzt auch gerade die Markierung gemacht habe. Und mit diesem Podi könnt ihr jetzt auch maximal, wie gesagt, 5 Grad Richtung Uhrzeigersinn und nicht mehr. Manche sind mit mehreren Podis. Richtig. Ja, da hast du vollkommen recht. Erkläre ich gleich noch. Wir haben da ein paar verschiedene Podis tatsächlich zur Verfügung. Das ist jetzt die einfachste Variante. Das ist tatsächlich so. Erik, wir haben bei einigen, haben wir zum Beispiel, da steht ein Fokus dran, EF Balance zum Beispiel steht auch dran. Von Fokus und EF Balance lasst ihr bitte die Finger. Weil Fokus und EF Balance ist relativ schwierig abzugleichen. Meistens steht da irgendwas mit Laser PWM. Ja, und das ist das Podi, was für uns entscheidend ist. Es ist in der Regel auch immer etwas größeres Podi. Es sind meistens nicht diese ganz kleinen, weil die Podis, die sich auf der Lesereinheit befinden, wo wir 3 Stück haben eventuell, sind 2 kleine und ein großes. So kenne ich es jetzt aus meiner Erfahrung her. Und so sollte man auch bei der ganzen Geschichte rangehen. Und meistens ist es sogar auch, Erik, tatsächlich das mittlere Podi. Ganz witzig. Erstaunlicherweise ist für die Leseleistung immer das mittlere Podi zuständig. Das dürft ihr gerne benutzen und maximal, aber wie gesagt, denkt bitte dran, 5 Grad nach rechts drehen, nicht mehr. Das Ding ist hier kein Gerät, was rechts und links hin und her gedreht werden muss, sondern ganz wenig nur. Okay? Nur ein kleines Stückchen. Mehr wirklich nicht. So. Das zu dem normalen, herkömmlichen CD-Spieler. Bei mir im Repair-Café ist es auch ganz oft so. Ich bekomme ganz oft sowas rein hier. Schaut mal. Sowas ganz einfaches, billiges. Solche Geschichten. Auch diese Sachen reparieren wir, weil manch ein Kunde sich einfach nichts Besseres leisten kann. Das müssen wir auch immer uns vor Augen halten, dass Menschen ja zu uns kommen, die ja auch nicht das Geld eventuell haben für irgendwelche Geschichten oder manch einer hat das Ding sich ja auf dem Flohmarkt gekauft und kann sich einfach nichts Besseres leisten. Okay, dann machen wir den gleich mal auf. Bei DVD-Spieler, so wie das jetzt hier ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Ein DVD-Spieler muss ja mehrere Systeme erkennen können. Von CD über MP3, DVD-R, plus RW und so weiter und so weiter. Und dementsprechend dauert das relativ lange, bis so ein DVD-Spieler auch eine CD oder auch was anderes eingelesen hat. Bitte prüft einen DVD-Spieler mit einer DVD und nicht mit einer CD. Warum? Eine CD hat nur eine Schicht und eine DVD hat 2 Schichten. Das heißt, der Laser muss umschalten auf eine andere Wellenlänge bzw. auf eine andere Leistung, sodass er dann zu der zweiten CD-Schicht, der zweiten Reflexionsschicht auch durchkommt. Ja? Aber bei den meisten könnt ihr da sowieso kaum was machen. Das ist ganz schlimm bei den meisten DVD-Spielern. Ich mache das Ding jetzt einmal kurz auf mit euch hier. Und dann erkläre ich euch gleich nochmal, wie man auch eine CD-Leseeinheit prüfen kann, ob die auch wirklich von der Qualität her noch so in Ordnung ist, dass man sagen kann, jo, läuft. Kann ich den Kunden mitgeben. So. Hier haben wir jetzt einen preisgünstigen DVD-Spieler, der relativ natürlich vollgepackt ist mit Technik. Und hier habe ich als erstes schon gleich gesehen, einer von diesen Elkos fängt schon an, sich zu blähen. Dieser hier, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Der ist übrigens vom Schrott. Auch hier fange ich jetzt wieder an. Schraube mir das hier oben ab. Manche sind auch nur geklipst in dem oberen Bereich. Da braucht man dann tatsächlich nur so Clip lösen, solche 2 Dinger. Auch hier ist wieder die Leseeinheit und hier gehe ich genauso wieder ran, wie vorhin auch. Ne, auch wenn wir. Guck mal hier, jetzt kann man schon sehen, wie die gefedert ist. Ne? Komm mal ein bisschen höher. Drück mal vorsichtig drauf. So. Jetzt kann man sehen, wie die gefedert ist. Das heißt, ihr drückt tatsächlich drauf, reinigt die Leseeinheit so. So wie ich das hier wirklich mache. Ohne Alkohol und alles. Dann sieht die tatsächlich so schön glänzend aus. So. Kann man jetzt schön sehen. Die glänzt also wie verrückt wieder, sodass dann kein milchiger Beschlag drauf ist. Okay. Auch hier prüft ihr natürlich wieder die Leichtgängigkeit mit den beiden Achsen. In diesem Fall habe ich hier rechts und links eine Achse. Und pack mal eben das Gerät einmal aus. Und auch hier, ich weiß nicht, konnte man das eben gerade sehen, wie da der Laser rauskam? Ich glaube ja, ne? Konnte man schon fast erkennen, ne? So. Hier habe ich auch wieder an der Seite den Loading Ring.
Ja, den Laderiemen, da komme ich diesmal ganz gut ran. Das nehme ich jetzt mal runter und gucke mir das einmal an. Auch hier kann ich jetzt schön sehen, das ist natürlich jetzt ein richtig schöner Vorzeiger. Hier seht ihr das Ei jetzt. Hier oben ist die Spitze vom Ei. Und wenn das der Fall ist, würde ich jetzt auch sagen, den Riemen tauschen wir, weil das Problem wird früher oder später entstehen, dass der tatsächlich stehen bleibt. Aber in dem Fall lasse ich das jetzt nochmal drauf. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, im BPR-Café so einen Riemen zu tauschen, tauscht ihn bitte auch aus. Und nicht gegen Gummiband, sondern nehmt wirklich einen Riemen dafür. Es bringt auch nichts. Ich habe schon mal versucht, die Riemen einfach in heißes Wasser reinzulegen und sie nochmal gangbar zu machen. Es klappt einfach nicht so. Temporär ja, aber nicht auf Dauer. Und wir wollen ja auch so leichte Dauerlösungen anbieten für unseren Kunden oder im Repair-Café. So. Riemen auf die Orgel. Zack, Riemen ist drauf. Also ihr habt gesehen, Standschaden vom Riemen ist vorhanden. Den würde ich, wie gesagt, tauschen bei mir in der Firma, beziehungsweise auch im Repair-Café. So, jetzt will ich mich mal einmal durchwurschteln hier Richtung Leseeinheit. Das sind übrigens alles Geräte, die ich hier vom Sperrmüll habe. Ja, das sind keine Kundengeräte, sondern alle Sperrmüllgeräte, die entsorgt worden sind und die alle noch irgendwo mit relativ wenig Aufwand zu reparieren waren. So, Stecker raus. Auch hier müsst ihr bitte gucken, ob das jetzt mit der Klappe durchgeht. Auch hier ist bei der Klappe wieder so eine Mechanik, die ich hier öffnen kann, dass ich das einfach hier rausziehe, beziehungsweise einfach hier löse und rausklipse, weil sonst kann es sein, dass ich das Laufwerk hier gar nicht rauskriege. So, dann bereite ich noch ein bisschen das vor hier mal. Noch überall rankommen. So, jetzt habe ich hier die Flachbandleitung gelöst. Und in diesem Fall haben wir jetzt hier tatsächlich ein Laufwerk vom DVD-Spieler. Hier befindet sich jetzt der Laser, das heißt die Lasereinheit, der eigentliche Laser, der jetzt dafür zuständig ist. Hier sieht man jetzt das offene Prisma. Ein Prisma, was hier zuständig ist, was dann dementsprechend das Licht umleitet von der Laserdiode Richtung CD, von der CD zurück auf die Empfangsdiode. So, und hier haben wir jetzt das, was Erik vorhin sagte. Mensch, wir haben jetzt hier tatsächlich mehrere Podis. So, und das ist ja das, was ich vorhin kurz angeklungen habe. Hier seht ihr, ja, muss ich wieder zurückkommen hier und scharf stellen. So, wo sind wir? Da. Dort kann man jetzt erkennen, dort sind jetzt zwei kleine Potis, die jetzt dementsprechend dafür zuständig sind, um die Sache abzugleichen. Einmal für die CD und einmal für die DVD. Ja, also wir haben jetzt hier zwei Leseeinheiten drin, beziehungsweise eine Leseeinheit, die aber unterschiedliche Leistungen macht. Einmal für DVD und einmal für den CD-Bereich. Im CD-Bereich wisst ihr, glaube ich, oder wisst ihr auch nicht, wir arbeiten dort ja mit einem roten Laser. Und beim Blu-ray-Player oder beim DVD-Spieler bzw. Blu-ray-Player arbeiten wir mit einem blauen Laser und einem roten parallel. Das heißt, wir haben dort zwei Optiken stehen, zwei Optiken parallel. Hier ist es jetzt so, hier würde ich jetzt wieder rangehen, mir mit dem Eddington das Ganze natürlich kurz einmal markieren, wieder einen Strich machen bei der ganzen Geschichte und auch hier dafür sorgen, dass ich einfach weiß, ab wo habe ich angefangen zu drehen, in welchem Bereich war ich, weil es gibt ja auch durchaus mal CD-Spieler, wo jetzt nichts dran steht, wo ich jetzt nicht weiß, wofür ist was gedacht. Wenn ich jetzt aber die Regel einhalte, maximal 5 Grad nach rechts drehen und es hat sich nichts verändert, drehe ich ihn dann einfach wieder zurück, die ganze Geschichte. Ja, und dann könnt ihr dann theoretisch auch mal das andere Potentiometer ausprobieren, ob das eventuell sogar besser funktioniert bei der ganzen Geschichte. So will ich auch mal rangehen. Try and error. Und denkt immer dran, das Gerät ist ja schon kaputt. Es ist also ja schon defekt zu euch gekommen. Ja, und ihr braucht ja keine Angst haben, eventuell mehr kaputt zu machen, weil es wird nicht besser dadurch, wenn ihr da irgendwo einen Fehler macht oder so. Es ist einfach so. Der Kunde weiß ja, wir sind mit einem defekten Gerät dort. Und wenn ihr ihm wieder sagt, pass auf, so und so ist es. Ich habe das Problem, dass das Gerät nicht richtig einliest. Ich kann es nur probieren,
ob es besser wird oder nicht, weiß ich nicht. Der Kunde wird euch den Kopf definitiv nicht abreißen. Bin ich mir ganz sicher sogar. So, jetzt hole ich mal ganz kurz die Leseanleitung hier aus, dass wir da etwas mal ins Detail reingehen können. Also ich bin ja viel hier bei uns auf der Mülldeponie und gucke immer wieder nach und ich bin ganz erstaunt, wie kurzlebig die Geräte teilweise sind und wie hochwertig sogar die Waren sind, die mittlerweile weggeschmissen werden. Es wird immer schlimmer. Und es wird leider immer trauriger, was die Leute alles hier wegschmeißen. So. Hier habe ich jetzt mal die Leseanleitung vorbereitet. Da habe ich sie jetzt. So, wo muss ich denn wieder hin? Da muss ich hin. So, hier habe ich jetzt die Leseanleitung vorbereitet. Dass wir uns das Ganze jetzt mal etwas dichter angucken können, ja, etwas besser. Bisschen scharf stellen. Ne? Gut, jetzt haben wir das. So, hier habe ich jetzt die Leseinheit. Die Leseinheit ist in einem Magnetfeld in einer Spule gelagert. Das heißt, mit Hilfe einer Spule wird die ganze Mimik hier bewegt und dort hängt das Ding drin. Also dürft ihr auch gerne Druck ausüben, weil unten ist ein Anschlag und dort seid ihr auch in der Lage, durchaus auch mal was fertig zu machen. Also richtig runterdrücken, reinigen und gut ist. Und wie ich ja schon gesagt habe, trocken reinigen bitte. So, dann haben wir hier auf der Unterseite dort die beiden Potentiometer. An den einen kann man schon erkennen, habe ich jetzt schon Strich dran gemacht. Dort heißt schon Strich dran, um einfach jetzt mal das Ganze zu regeln. Ihr seht hier auf der Leseinheit so einen kleinen Fleck. Das ist eine offene Leiterbahn. Ja, also eine Leiterbahn, wo man einen Lötpunkt rauf macht. Wenn ihr zum Beispiel mal auf die Idee kommt, ihr tauscht jetzt eine Leseinheit, baut die jetzt einfach ein. Bei vielen Leseinheiten steht das nicht mehr drin, dass wir dort einen Lötpunkt entlöten müssen, weil dort mit einem das sogenannte ESR-Schutz, also gegen Überspannung durch Berührung, ist dort ein Punkt reingemacht, der Plus und Minus kurz schließt und damit die Leseinheit nicht eventuell kaputt geht, weil die sehr, sehr empfindlich ist. Es sind MOS-Bauteile und MOS-Bauteile sind natürlich gegen Statik sehr, sehr empfindlich. Gegen statische Aufladung. Ne? Also müsst ihr da mal auch darauf achten, wenn ihr sowas habt, gibt es bei vielen, vielen Leseinheiten, eigentlich bei fast allen, ist sowas drauf. Bei ganz hochwertigen Leseinheiten ist auf dem Flachbandkabel einfach eine Klammer aufgemacht worden und es wurde damit kurz geschlossen. So, hier befindet sich jetzt die Laserdiode, die Sendediode und auf der anderen Seite, dort befindet sich jetzt die Empfangsdiode. Dort ist das Prisma. Das Prisma neigt dazu, auch dreckig zu werden. Und je billiger die Geräte werden, desto weniger ist diese Leseinheit gekapselt. Was ich jetzt einmal hatte, und da war ich ganz erstaunt, eine Kundin kommt an mit einem preisgünstigen DVD-Spieler und sagt zu mir, der liest nicht mehr ein. Ist auch gut, kein Problem, habe ich von oben her gereinigt, war richtig zugeschmiert. Da war bei dem anderen, nachdem ich dann versucht hatte, den Laser anzuschmeißen, habe ich nur gesehen, dass der Laser innen drin ganz doll gestreut wird. Der trat aus allen Öffnungen raus. Und dann habe ich ein bisschen mich weiter durchgearbeitet mit allem und dann habe festgestellt, dass wir dort eine Made innen drin hatten. Die Made, die alles verklebt hatte. Und diese verklebte Made, die da drin war, hat eher dafür gesorgt, dass dieser Laser nicht mehr rauskam aus der Öffnung vom Laser hier. Ne? Also das ist auch schon mal muss der Sicherungslack runter? Nee. Hallo Marco. Der Sicherungslack muss nicht runter, der bricht von ganz alleine. Ja? Hans, wenn du in dem Moment, wo du dran drehst, bricht der Sicherungslack von ganz alleine weg. Also gar kein Problem. Marco? Ja. Ich habe gerade Besuch bekommen. Du bist ein Schatz. So, und also der Sicherungslack platzt von ganz alleine weg. Das ist relativ einfach zu machen. Achte einfach immer nur drauf, wo du warst. Und wie gesagt, diese 5 Grad solltet ihr wirklich einhalten. Das ist das, womit ich jetzt am meisten Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich funktioniert. Gut. Kann der das sagen? Ne? Und als nächstes will ich mal gucken, das ist ja wie gesagt ein Gerät jetzt vom Müll und das möchte ich euch da mal ein bisschen weiter demonstrieren. Ein Hoch auf den Edelspender. Zum Wohl, ja. So. Marco bringt mich gerade ganz durcheinander hier. Ja, das mache ich immer. Mit wachsender Begeisterung. Ja. Also ich will das jetzt hier nicht wirklich mit Gewalt noch kaputt machen.
Also denkt bitte dran, wenn ihr die Lisa halt tauscht, dass auf dieser Seite eventuell sich ein ESR-Punkt befindet, ein Lötpunkt befindet, der dann auch freigelötet werden muss durch die ganze Geschichte. Ja, also ganz, ganz entscheidend. Der muss raus. Und das befindet sich eigentlich bei jeder Lisa-Einheit, die ihr bekommt. Und je preisgünstiger die Geräte sind, das sagte ich ja ganz kurz, bevor Marco hier reinkam, sind die alle hier offen. Das heißt also, dass tatsächlich auch in diese Lesereinheit auch durchaus mal Krabbeltiere rein können. Das habe ich ja, wie gesagt, jetzt einmal gehabt, dass ich da innen eine Male verpuppt hatte und dann die Lesereinheit komplett verklebt war und dadurch das Gerät nicht mehr benutzbar war. Weil diese ganzen Klebegeschichten habe ich auch selbst nicht mehr reinigen können, auch mit Alkohol. Ich messe, hat also nicht mehr funktioniert. Also da bitte drauf achten. Wundert euch bitte nicht, wenn tatsächlich mal hier kein Licht rauskommen sollte. Schaut dann einfach mal nach, ob es eventuell ein preisgünstiges Gerät ist und wo die Lesereinheit offen ist. So wie jetzt hier im Fall auch. Da kann man hier schon durchgucken. Hier, da kann man hier durchgucken, dass man denn hier die Optik schon sieht, wie die da arbeitet. Und das sind preisgünstige Geschichten. Und jetzt werde ich mal mit ein bisschen Gewalt da rangehen, und euch das mal zeigen. Das einfach mal aufbrechen, ne? Dass ihr euch das mal anschauen könnt. So, jetzt habe ich das Ganze hier geöffnet. Jetzt habe ich die Lesereinheit, also das eigentliche Auge hier runter gemacht. Und stelle es mal hier wieder scharf gerade. So. Hier ist das Prisma zu sehen, da wo ich jetzt mit dem Finger unten dran bin. Und manchmal fängt das ganz stark an, sich hier zu verdrecken. Und auch da könnt ihr rangehen, sofern ihr das oben abklipsen könnt, geht ihr mit dem Q-Tip rein und reinigt das Ganze mit dem Q-Tip auch nochmal. Wie gesagt, auch da bitte ohne Alkohol rangehen, weil dieses Prisma ist angeätzt. Ja, das hat also eine, das Glas ist angeätzt worden und dieses Prisma, da sollte man nicht rangehen. Ja. Hans, genau, Frage schon beantwortet, richtig. Bei hochwertigen Lesereinheiten ist es komplett gekapselt. Wenn es komplett gekapselt ist, kommst du da nicht ran. Ich sagte ja, je preisgünstiger wir rangehen, und das ist hier bei mir, mein DVD-Spieler ist jetzt so eine preisgünstige Geschichte, selbst aber auch höherwertige Blu-ray-Player haben offene Lesereinheiten. So, aber wenn ihr dort die Möglichkeit habt, mit einem Q-Tip hier ranzukommen, reinigt das Ganze mal und setzt das zusammen. Wie gesagt, ihr könnt nichts kaputt machen, der Kunde ist ja bei euch, weil es ja sowieso schon kaputt ist. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie die Lesereinheit hier gelagert ist. Da komme ich ein bisschen rüber. Und wenn ich jetzt hier drücke, sieht man jetzt auch hier die Linse, weil ich mit dem Q-Tip da vorbeifahre. Da sieht man es richtig, die Linse. Und die Linse ist hier in einem Magnetfeld über Spulen gelagert und dort wird halt über Strom, wird die Fokussierung verändert und dadurch kann die Lesereinheit einlesen. Und diese kleinen Linsen sind so schlecht eingeklebt, dass sie mit relativ wenig Aufwand, schaut mal, jetzt habe ich die Linse schon rausgedrückt, rauskommt. Da ist die Linse. Ich habe einmal kurz gedrückt und schon ist die Linse rausgefallen, weil die gar nicht so da eingeklebt ist. Ja, und deshalb meine ich auch, seid bitte vorsichtig mit den Alkoholgeschichten. Das bringt nichts. Lieber ohne Alkohol, trocken reinigen, Thema erledigt. Das ist jetzt wirklich aus meiner Erfahrung her. Sonst passiert euch genau das, was ich jetzt hier gerade fabriziert habe. Die Linse fällt euch raus, flirtet im Gerät rum, Gerät ist kaputt. Weil die Linse bekommt ihr auch nicht wieder eingeklebt, ja? Das heißt also, wenn ihr versucht, die Linse einzukleben mit irgendwas, wird die Linse zwangsläufig beschlagen, wenn ihr dort Sekundenkleber nimmt, weil das natürlich vom Ausgas des Sekundenklebers relativ schnell die Linse dicht ist. Das geht also wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Und dann ist das Gerät kaputt. Okay, das zu diesem Thema. Dafür habe ich meine Schrottgeräte, was natürlich ganz toll ist, um das euch mal wirklich zu demonstrieren. Wenn wir sowieso schon bei der CD-Technik sind, Lasertechnik sind, bei der ganzen Geschichte. So, jetzt kommt der Kunde mal wieder. Das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt auch. Der Kunde kommt jetzt aus dem Urlaub. Ne? Momentan natürlich eher weniger. Ich sage mal, die bleiben ja alle zu Hause. Der Kunde kommt aus dem Urlaub und steckt das Gerät jetzt wieder rein. Was man ja so macht, man zieht ja meistens die Geräte raus. Ja? Und während des Urlaubs entladen sich die ganzen Ladekondensatoren. Das heißt, die Kondensatoren werden müde, haben weniger Kapazität und verlieren hier die Kapazität. Dann macht ihr bitte Folgendes, ihr nehmt wie gehabt einen Föhn, das Thema kennen wir ja schon, und mit dem Föhn erwärmt ihr diesen Bereich der Ladekondensatoren. Hier ist das eigentliche Netzteil, das heißt, wir kommen jetzt hier rein mit der primären Seite, dort ist das Netz-IC, hier ist der Ladekondensator, der Ladekondensator ist das Bauteil, was hier einfach am meisten Arbeit verursacht und am meisten auch macht. Der hat hier schon eine kleine Wölbung drin und dementsprechend
wird der hier auch schon kapazitive Probleme haben, dieser kleine Bursche. Macht das Ding mal warm und ihr werdet feststellen, dass dann der ganze CD-Spieler oder DVD-Spieler wieder geht. Also auch da ist beim Service darauf zu achten, dass ihr das einfach mal macht. Geht ruhig mit dem Finger rüber. Hat er eine Wölbung? Hat er keine? Hat er eine Wölbung? Schmeißt das Ding bitte sofort raus und ihr wisst, dass das CD-Gerät auch wieder einmal verläuft. Und darum auch generell diese Frage, wenn der Kunde zu euch kommt und sagt, mein Gerät geht nicht mehr, fragt bitte, waren Sie im Urlaub? Haben Sie Stromausfall gehabt? Haben Sie das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb gehabt? Wenn das der Fall sein sollte, denkt dran, aha, Netzteil bitte überprüfen. Ja, das zu dem Thema. Gut, jetzt werden wir gleich noch ein bisschen komplizierter. Jetzt hole ich gleich mal einen Video-DVD-Spieler her. Das müssen wir das Ganze mal anschauen. Habt ihr da schon Fragen zu? Ihr könnt schon gerne Fragen stellen für den Bereich jetzt, wenn ihr wollt, die ich vielleicht beantworten kann. Wenn ihr keine Fragen habt, dann habe ich ja schon alles beantwortet. Frage noch, welches Fett du verwendest zum Schmieren von diesem Zahnrad? Welches Fett? Oh, da kann man ganz viele Sachen nehmen. Also ich nehme zum Beispiel ganz gerne dieses hier. Das habe ich ja meistens dabei, wenn ich innerhalb des Repair-Cafés bin, habe ich ja meistens immer ein Silikonfett dabei. Und dieses Silikonfett ist von der Firma OKS. Das ist lebensmittelechtes Silikon. Das benutzen wir in Kaffeemaschinen zum Beispiel. Und das kann man auch schön zum Fett nehmen, weil das sehr temperaturbeständig ist. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man, wenn man das mal im Finger hat, dass man sich eventuell da irgendwas in den Körper reinholt, weil das ist vernünftig abbaubar und das funktioniert gut. Also das ist dieses 1110er, mit dem ich auch Kaffeemaschinen mache oder auch in meinem Bereich natürlich, wisst ihr auch, meine Thermomix-Geräte, wenn ich da mal ran muss, nutze ich generell diese Fettgeschichten. Gibt es in ganz kleinen Tüten, das Ding ist jetzt hier 80 Milliliter, habe ich schon seit, glaube ich, 1,5 bis 2 Jahren und das ist immer noch genug drin. Dieses Fett benutze ich dafür. Ich nehme kein Fett aus den Bereichen für Kfz oder sonst irgendwelche Geschichten. Das mache ich einfach nicht. Oder mechanische Fette, weil dieses Silikonfett sich einfach herauskristallisiert hat, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Ich lege das nochmal hin, dann könnt ihr euch das vielleicht mal abschreiben, das Ganze. Ja, den Riemen wurde auch gefragt, wo man die bekommen kann oder ob es einen Set gibt. Die was? Ich hatte mich verstanden. Ja, diese kleinen Riemen. Die du gezeigt hast. Ja, die kleinen Riemen, die kriegt ihr tatsächlich bei Konrad gekauft, die kriegt ihr bei Reiche gekauft. Ja, die da kannst du auch nehmen, Vaseline geht auch. Vaseline hat nur einen Nachteil, Vaseline hat ja einen relativ geringen Schmelzpunkt und für den Fall dort vor Ort, funktioniert es mit Sicherheit. Die Schwierigkeit wird es nur wieder, wenn du die Vaseline jetzt bei diesen Temperaturen benutzt, läufst du dir fast weg. Und bei diesen OKS-Fetten hast du das Problem natürlich nicht, weil es auch bei niedrigen Temperaturen fest ist und bei hohen Temperaturen erst recht. Aber grundsätzlich für den Notfall, Dieter, kannst du durchaus Vaseline nehmen. Aber nicht so viel, nur ein kleines bisschen, dass du einfach diese Achse etwas anhauchst mit Vaseline. Okay? Also wir müssen ja auch mal gucken, was haben wir denn im Repair-Café zur Verfügung? Wir haben ja nicht mal alles da, was wir brauchen. Und da muss man natürlich manchmal auch ein bisschen improvisieren. Das finde ich einfach das Schöne an dieser ganzen Repair-Szene. Ne? Das ist so das Tolle hier bei uns. Improvisieren ist das A und O hier. Okay, dann schraube ich den mal auf. Und dann schmeiß. So, okay. Weiter geht's mit Text. Der Marco schaut uns nämlich jetzt zu hier bei der ganzen Geschichte gerade. Der Marco ist Bäcker, Bio-Bäcker und verschickt teilweise. Wohin schickst du deine Brote? Tokio. Nach Tokio verschickt er Brote. Ganz spannend, ganz spannend. Und er beliefert mich regelmäßig alle 14 Tage mit frischem Brot. Oder kommt zum Kaffeetrinken vorbei. Oder zum Bier trinken in dem Fall hier. Oder zum Bier trinken. Schenk ein, der Fürst hat gute Laune. Ja, gute Laune, ja. Schnell, schnell, schnell. So, liebe Kollegen, dann schalte ich jetzt mal wieder die Kamera einmal um.
Ich ziehe wieder los. War. Marco, bis gut, ne? Danke fürs Liefern. Wir machen das nächste Mal klar, ne? Ja. Okay, super. Okay. So, meine Lieben. Hier seht ihr schon das Symbol für die Lasergeschichte. Hier ist es natürlich ein bisschen problematischer, wenn ihr solche gekapselten Geschichten seht. Das heißt, hier ist das ganze Laufwerk jetzt so runter. Kann man sich überlegen, mache ich das Ganze tatsächlich jetzt im Repair-Café fertig oder auch nicht? Hier ist natürlich die Problematik, dadurch, dass wir jetzt eine Kombination aus mehreren Geräten haben. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kombination aus Videorekorder, Festplatte und DVD, sind diese Geräte in der Regel komplett gekapselt. Gekapselt bedeutet, dass Störspannungen, die eventuell entstehen oder Störimpulse, die entstehen könnten, nicht eventuell von der DVD hier in den Videorekorder reingehen oder auf die Festplatte reingehen und so weiter und so weiter. Das ist relativ komplex. Hier ist es tatsächlich so, mit viel Aufwand kommen wir nur dahin, wo wir hinwollen. Das bedeutet, ich müsste jetzt hier die Platine abbauen bei diesem Gerät. Ich müsste schauen, dass ich hier rankomme. Und jetzt aus meiner Erfahrung her ist der Aufwand für den Repair-Café relativ hoch. Wenn ihr euch im privaten Bereich das gerne macht, ist das vollkommen in Ordnung. Aber im Repair-Café ist es relativ komplex. Witzigerweise stecken hier drin ganz oft einfache Computer-DVD-Laufwerke. Was fragt man halt? Reinhard, welcher Motor? Meinst du der Spindelmotor selber? Das heißt, der Mittelmotor, der Spindelmotor? Würde ich mal einfach meine Betriebsspannung aufgeben auf dem Motor und eventuell mal schauen, ob der Motor überhaupt mit einer fremden Betriebsspannung noch dreht. Aber denkt dann vorher natürlich Stecker abziehen und einfach mal gucken, ob das Ding denn tatsächlich noch einwandfrei anläuft. So würde ich es machen. Ja, also Stecker abziehen, Spannung direkt raufgehen auf den Spindelmotor, gucken, ob der Motor mit 3 Volt dreht. Manche drehen auch erst mit 5 Volt richtig an. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich den Spindelmotor tatsächlich einfach tauschen gegen irgendeinen anderen, den ihr irgendwo findet, der halt, ich sag mal, meistens sind die kompatibel aus den verschiedensten Laufwerken. Also, ich sagte ja jetzt gerade, hier ist jetzt ein Laufwerk drin, was in der Regel aus dem PC-Bereich kommt. So, und hier kommen wir jetzt aber relativ gut dran. Auch hier kann man schon erkennen, wir waren hier schon mal dran an dem Gerät und haben uns schon mal die Möglichkeit gemacht, alle Sachen zu markieren. Das heißt, ich weiß jetzt genau, wo muss welche Strippe hin, wo muss sie reingesteckt werden. Und das ist auch eine schöne Geschichte, dass man sich durchaus mal die Arbeit macht, und das ist relativ kurze Arbeit, einfach mal die Kabel markieren, wo muss ich da mit meinen Strippen später wieder ran. So, schaue ich das mal raus. Dieses hier, ich weiß nicht, könnt ihr das hier sehen? Ich hoffe, das kann man auch zeigen. So, einmal scharf stellen. Hier ist jetzt ein Kläppchen dran. Dieses Kläppchen muss ich nach oben klappen, vorsichtig. Zack, jetzt kann ich hier die Bandleitung rausnehmen. Ja, das ist relativ einfach gemacht hier, das Ganze. So, schaue ich nochmal nach, ob da noch eine Schraube drin ist. Hier könnt ihr tatsächlich bei diesem Laufwerk etwas mit nicht vorhandenem Feingefühl dieses Ding hier einfach mal aufklappen. Dazu nehme ich mal jetzt einen Schnittschraubendreher hin und biege mir das jetzt einfach hier mal hoch, dass ich das Ding hier mal rausnehme, dass ich mich da durcharbeiten kann. So, schon bin ich an der Langsamkeit dran. Jetzt habe ich mich hier tatsächlich schon durchgefusselt durch die Laserheit. Kann jetzt ganz vorsichtig einfach mal die Laserheit schieben. Schauen, ist sie leichtgängig. Gerade bei Radiorekordern habt ihr oft das Problem, dass die Achsen gar nicht geschmiert worden sind, relativ schlecht verarbeitet sind. Und wenn ich mir jetzt hier die Laserheit angucke, die muss tatsächlich mal gereinigt werden. Also nehme ich mir auch hier wieder unser Q-Tip und gehe da einfach ran und mache das tatsächlich mit viel Kraft. Und ihr habt ja vorhin gesehen, wenn man mit Alkohol rangeht, wie schnell dort die Linse rausfallen kann. Das geht also sehr einfach. Und jetzt glänzt das ganze Ding. Wirklich eine reine Trockenreinigung. Jetzt glänzt das ganze Ding verrückt. Das kann man auch schön sehen, dass die Linse halt wirklich wieder fast wie neu ist. So. Schärfer geht das nicht. Schärfer geht nicht. Ja, also mehr ist es nicht. Auch hier die Linse halt vernünftig reinigen.
Ganz einfache Geschichte. So, und wenn ihr euch jetzt mal bei der Reparatur vom CD-Spieler überzeugen wollt, habt ihr das jetzt richtig gemacht? Wie stark sind denn jetzt eventuell die Aufsetzfehler? Ja, die Drop-Outs, die es auch geben kann. Wie groß ist das Problem, dass das Ding die CD nicht einlesen kann? Ich hole mal kurz eine CD. Es gibt auch noch spontan eine hier. So. Gerade im CD-Bereich. Wir haben hier Reflexionsschichten. Die Reflexionsschicht hier oben ist sehr, sehr empfindlich. Ne? Und wenn ihr jetzt dort mit arbeiten wollt, nehmt ihr euch bitte wieder euer Edding. Und macht jetzt mal, ihr müsst ja wissen, dass eine CD wird von innen nach außen gelesen. Das heißt, die CD wird in diese Richtung gelesen. Ja, immer von innen. Hier ist die Umdrehungsgeschwindigkeit am höchsten und sie wird nach dahin immer langsamer in dem Bereich. Und eine CD hat hier den Quelltext, wo wir einlesen oder wo denn der Einsprungpunkt findet hier statt und dann ab dann finden hier die einzelnen Schichten statt, wo denn das Ganze abgegriffen wird. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie gut ist denn jetzt eure CD-Reparatur gewesen, nehmt ihr euch bitte einen schwarzen Edding, einen dunklen, und malt euch bitte hier einen kleinen Keil rein. So. Und diesen Keil macht ihr im schönen Schwarz. Tue ich das jetzt auch mal. Und mit Hilfe dieses Keils kann ich jetzt überprüfen, wie schlecht ist denn jetzt meine Leserin oder wie gut ist sie noch. Jetzt kommt im Prinzip der Leser, der fährt jetzt hier lang, tastet das ab. So. Und diesen Bereich, den er jetzt nicht lesen kann, den muss er errechnen können. Das heißt, er muss in der Lage sein, dieses Problem, was wir hier haben, zu kompensieren. Und deshalb fangt ihr bitte mit einem kleinen Keil an. Und jedes Mal wird ja der Keil etwas größer und er versucht, diese Sache zu lesen. Und wenn man jetzt feststellt, dass er immer mehr lesen kann, das heißt, er ist in der Lage, hier drüber hinzufahren, bis hinten zum größten Punkt. Ich habe jetzt ungefähr hier, ist das Ganze so 5 mm breit und geht hier vorne los nur mit dem Strich. Das dürft ihr gerne machen. Ja, damit kann man einfach mal die Fehlerquote von dem Gerät einfach gut überprüfen, ohne dass ihr da großartig was machen müsst. So. Kann man die Linse auch anhauchen? Ja, würde ich nicht unbedingt machen. Ich meine, grundsätzlich kannst du das natürlich machen, Erik. Das ist also kein Problem, die Linse anzuhauchen. Aber du brauchst es nicht, weil wenn du es trocken machst, reicht das voll und ganz. Die Geräusche kommen scheppern unheimlich. Okay, gut. Ich hoffe, es ist jetzt besser geworden. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger wieder. Also da baut ihr einfach mal so einen kleinen Keil rein und dann geht das auch, ja. Rauchergerät reicht es manchmal schon trocken, ja. Ich würde da nicht großartig rangehen, weil nur immer die Gefahr besteht, auch bei Rauchergeräten, dass du natürlich dort eventuell die Linse löst, wenn du damit mit Chemie rangehst. Und gerade bei Rauchergeräten ist denn aber auch schon die Lesereinheit meistens stark verbraucht, weil natürlich auch innerhalb der Lesereinheit der ganze Rauch reinzieht. Und dann wird es natürlich relativ schwierig, dort ranzukommen. Ja? Andreas, danke nochmal für den Hinweis. Da habe ich natürlich nicht gerade darauf geachtet, dass ich hier am Arbeiten bin und dass ihr das hier alles hört. Ne? Also, damit könnt ihr die sogenannten Dropouts, das heißt die Aussetzer, damit überprüfen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Ihr habt alle CDs zu Hause. Das kann man ganz gut machen. Wenn hier zum Beispiel mal der Fall sein sollte und ihr habt jetzt hier oben eine beschädigte Reflexionsschicht. So, jetzt habe ich hier die Reflexionsschicht beschädigt. Jetzt sieht man das von unten her, ist ein Kratzer drin. Ja, dieser Kratzer ist jetzt im Prinzip vorhanden und die CD ist nicht mehr zu gebrauchen. Wenn das der Fall sein sollte, hilft in der Regel zwei Geschichten. Die Reflexionsschicht ist ja weg. Einmal könnt ihr dort Nagellack rüber machen, ein glänzender Nagellack zum Beispiel, damit könnt ihr den Kunden helfen. Oder ihr macht das bisschen frei, sauber und klebt da einfach ein kleines Stück Aluminiumfolie drüber. Funktioniert tatsächlich. Damit kriegt man diese defekte CD wieder am Laufen. Das heißt also, wenn hier jetzt eine Reflexionsschicht fehlen sollte, macht ihr hier ein bisschen Nagellack rüber, ein bisschen glänzender Nagellack oder Klarlack am besten rüber. Oder ihr klebt einfach ein ganz kleines Stück Aluminiumfolie auf. Und damit habt ihr das Problem auch schon kompensiert. Funktioniert tatsächlich, ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, wenn mal sowas sein sollte. Ne, weil man jetzt ja hier sehen kann, die CD
ist jetzt hier beschädigt und ich kann da nichts mehr machen. Ich habe das ein paar Mal gehabt mit CDs, die sehr, sehr hochwertig waren. Haben wir das dann neu beschichtet, das hat ganz gut funktioniert. Denkt auch bitte dran, CDs, wenn die feucht werden, die CD ist hier in der Mitte geklebt, die CD selber. Und Feuchtigkeit kann ganz schnell da einziehen und kriegt ihr so ganz dünne Schattierungen, so dünne Flecken da rein. Mal kurz gucken, ob ich das mal einmal reproduzieren kann. Wenn das der Fall ist, ist die CD auch kaputt. Ja, also CDs, die nass werden, saugen im Prinzip hier die Schicht da rein. Das läuft hier drin, weil die auch nur auf zwei Schichten im Prinzip stehen. Ne? Also einmal die Reflexionsschicht und einmal die untere Schicht und in der Mitte ist halt das Ganze aufgedampft und darüber ist das Ganze hier so zusammengelegt und die CD geht da relativ schnell kaputt. Also CDs, die im Wasser waren, sind dann auch. Hast du eine CD-Technik erklärt? Nee, die Aluminiumfolie, Andreas, macht gar keinen Unbruch, weil die ist ja so hauchdünn, die hat ja so gut wie kein Gewicht. Da kann ich also relativ einfach sowas machen. Du sollst ja keinen großen Backen aufkleben, sondern mit relativ wenig Aufwand einfach nur die Aluminiumfolie darauf machen. Ja, so würde ich das machen. Es funktioniert, es ist ja auch nur so ein ganz kleiner Chip, den du darauf machen musst. Mehr ist das ja nicht. Ja, also so einen ganz kleinen Punkt, den du im Prinzip von hier oben rauf machst und eine Unwucht hast du nicht, weil die Dinger sowieso schon gar nicht mehr so rund laufen wie früher. Also früher war die Qualität dieser CDs wesentlich besser als das, was wir heutzutage haben. Ja, okay. Welchen Kleber ich dafür verwende? So ganz einfach. Ich nehme einen Kleber, der mit relativ wenig Lösungsmittel ist. Das Einfachste ist, ich nehme einen Prittstift. Ein Prittstift nehme ich. Einen Prittstift ziehe ich da kurz rüber. Und klebe mir dann dieses Stück Aluminiumfolie da auf an dem Bereich. Das war's. Das ist die einfachste Geschichte. Ich will ja nicht mit irgendwelchen Geschichten jetzt noch zusätzlich die CD weiter beschädigen. Ja, gut, dass du das schreibst, Wolfgang. Reinigungs-CDs. Reinigungs-CDs haben auf der CD in einem bestimmten Sektor dort einen kleinen Pinsel. So, und dieser kleine Pinsel läuft immer wieder. Stellt euch vor, das ist die Linse. Immer wieder über die Linse. Immer und immer wieder. Ja? Das sind ganz kleine Härchen, laufen immer wieder drüber. Jetzt passiert aber Folgendes. Diese Geräte sind ja meistens auch sehr, sehr stark verstaubt. Wenn du diesen Staub hast, schiebt es den Staub immer Richtung Linse. Jetzt hole ich nochmal ganz kurz die Linse von eben. So, hier habe ich jetzt die Laseranheit, die ich ja kurz aufgebrochen habe. Zack, und jetzt kommt die Laser, jetzt kommt die CD im Prinzip mit dem kleinen Pinsel dran und streift jetzt immer hier vorbei. Und jetzt sammelt sich an der Kante hier vorne der ganze Staub. Du machst zwar einen Teil der Linse frei, aber der Staub sammelt sich hier in dem Bereich. Und du musst immer und immer wieder die Laseranheit neu reinigen. Und die Zyklen für das Reinigen werden kürzer. Deshalb ist das Beste, was du machen kannst, Q-Tip reinigen und wirklich nicht diese Reinigungs-CDs benutzen. Reines Erfahrung. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Ich habe manchmal Laseranheiten gereinigt, Autoradios, die wirklich nur diesen Schlitz haben, reingelegt. Hat immer nur temporär funktioniert, für ein, zwei Wochen, manchmal auch länger. Aber keine dauerhafte Lösung, weil die dauerhafte Lösung ist die, dass ihr da rangeht und tatsächlich mit dem Q-Tip die ganze Sache vernünftig reinigt. Das ist eine schöne, saubere Lösung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn diese Linse, die ich ja jetzt hier in der Hand habe, immer nur gestreichelt wird mit einem kleinen Pinselchen, dass das Ding nie richtig sauber werden kann. Weil es läuft ja immer der Pinsel drüber und das kann nicht funktionieren. Und ich kriege die auch nie so zum Glänzen hin, wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben. Das mit dem Keil hast du nicht verstanden auf der CD. Ja, okay. Bitte, wie funktioniert das? Kein Problem. Also, eine CD hat ja hier Punkte und Striche drin. An diesen Punkten und Strichen befindet sich dort die Information drin zum Lesen oder zum Abspielen der Musik. So, da kommen digitale Impulse raus. Das heißt 0 und 1. Und wenn du jetzt auf der CD, zum Beispiel, ich habe jetzt eine zerkratzte CD, was ja mal vorkommen kann. So, ich habe hier einen Kratzer drin in der CD. Dort habe ich gerade einen Kratzer reingemacht. Und der CD-Spieler kann
über diesen Kratzer hinweglaufen. Die Leser kann über den Kratzer hinweglaufen und sie trotzdem noch lesen. Dafür ist das da. So. Und wenn du jetzt mit dem Stift herangehst und fabrizierst jetzt absichtlich einen großen Fehler, eine große Beschädigung der CD. Und dieses machst du jetzt mit dem Stift. Das heißt, ich male mir dort meinen Keil wieder rein in diese CD-Geschichte. Und je mehr die Größe der Keil wird, desto mehr muss der CD-Spieler anfangen zu springen, auszusetzen. Und der CD-Spieler versucht dann neu diese Spur zu finden. So, das heißt, im Track 1 Bereich, im unteren Bereich, habe ich einen ganz kleinen Fehler mir eingebaut. Einen ganz kleinen Aussetzfehler. Das heißt, Track 1 muss er zwangsläufig lesen können. Track 1 befindet sich hier vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So. Hier siehst du das. Also hier vorne ist Track 1 und da ist ein ganz kleiner Aussetzer drin. Die meisten CD-Spieler schaffen das ohne weiteres. Dann kommt Track 2. Bei Track 2 ist der Aussetzfehler schon größer gemacht. Das könnt ihr jetzt schon sehen. Und so geht es dann bis 7, 8, 9, 10, 11, 12 zum Beispiel hoch. Und je größer jetzt der Aussetzfehler, den ich jetzt selber mit und eingebaut habe bei dieser ganzen Geschichte, kann ich prüfen, wie gut die Qualität des Leses, des Lasers noch ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der CD-Spieler jetzt nur eins schafft, Lied 1 mal gerade, und bei CD 2 schon anfängt auszusetzen, dann bedeutet das, dass auch mein Lesern halt schon stark verschlissen ist. Schafft er jetzt auch ohne weiteres Track 5, 6, 7, weiß ich jetzt von meiner Warte auch schon, oh, die Qualität ist aber doch jetzt ganz gut geworden, meine Reparatur, und der hat eine ganz große Kompensation für Fehler. Ja, dafür ist das Ganze gedacht. Konnte ich dir das so einigermaßen so ein bisschen erklären, Rudolf? Kurzes Ja oder Nein, das würde schon reichen. Hans, okay, super. Dann hat das ja schon mal geklappt. Ja, ganz erraten, wenn nicht, ganz erraten. So, was haben wir jetzt hier? Wegen unter der, das Ganze ist aufgenommen, Andreas. Wir haben das Ganze hier aufgenommen. Das ist also kein Problem. Ina wird das nachher über YouTube online einstellen. Und ihr könnt das dann ganz gerne nochmal nachschauen, was ich hier erklärt habe bei der ganzen Geschichte. Also, es ist tatsächlich so, dass mit diesem Staub, der jetzt auf der Linse durch den Reinigungs-CD dort gemacht wird, fangen auch Linsen an, tatsächlich zu zerkratzen. Da hat Reinhard natürlich vollkommen recht, das ist schon wirklich schwierig. Ne? Und dementsprechend ist es auch nicht so toll, die ganze Geschichte, wenn man dort diese Reinigungs-CDs auch benutzt. Also ich empfehle euch tatsächlich, gut. Ja, habt ihr noch Fragen? Ansonsten denke ich mal, sind wir hier mit der CD-Technik, mit dem, wo es jetzt auch ankommt, schon durch. Na, ich glaube, das ist jetzt soweit ganz okay. Gab es noch die Frage, was man macht, wenn die Schublade Spiel hat? Das ist aber normal, dass die Schubladen Spiel haben. Das ist also wirklich vollkommen normal. Also das ist, je nachdem, wie hochwertig so ein Gerät auch ist, hat so ein preisgünstiger CD-Spieler wesentlich mehr Spiel, als, ich sag mal, was hochwertig ist. Das ist also vollkommen normal. Es sei denn, du sagst jetzt das insofern, dass diese Schublade wirklich so extrem rappelig ist, und da musst du einfach mal schauen, wo kann ich da eventuell mit einem Föhn, zum Beispiel mit einer Wärmequelle, was nachbiegen, was ganz vorsichtig nachformen, das geht auch. Das kann man durchaus auch machen. Ich hatte jetzt gerade hier ein Bose-Gerät drin, und bei dem Bose-Gerät hatte sich dort der Bereich des CD-Spielers, wo die CD aufliegt, auf den Teller selber, komplett verformt. Warum? Keine Ahnung, es war nicht zu erklären, warum sich dieser Bereich komplett verformt. Das haben wir tatsächlich auch mit dem Föhn wieder gerade gemacht und haben das von unten etwas verstärkt, sodass diese Verformung nicht wieder auftreten kann. Also es war nur ein mechanischer Fehler, kein elektrischer Fehler. Ja, Bastian, das mit dem Referenzpunkt, mit dem Oszilloskop, das ist relativ komplex. Dazu muss man wissen, wo hat man überhaupt noch die Referenzpunkte. Einige höherwertige CD-Spieler haben tatsächlich noch
den Punkt EF-Balance, den kann ich messen. Ich habe die Möglichkeit, der sogenannten Eyepatter zu messen. Das geht aber doch schon sehr ins Detail jetzt rein. Und dazu brauchst du auch tatsächlich kein digitales Oszilloskop, sondern ein gutes, altes, analoges Oszilloskop, was einfach einen schönen analogen Strahl noch macht und dir auch schön zeigen kann, wo EF-Balance und wie zum Beispiel der Eyepatter. Der Eyepatter ist es, der Datenstrom, der runterkommt von der CD, wie man den dann perfekt einstellt. Aber das ist ein bisschen komplex. Das kann man hier nicht eben so 5 Minuten abhandeln. Aber es geht. Es gibt da einige Referenzpunkte tatsächlich. Mal kurz gucken hier bei meinen ganz hochwertigen Yamaha. Ob ich da noch was sehen kann, ob der sowas noch hat hier. Selbst der hat hier schon keine Referenzpunkte mehr. Das heißt, der ist in der Lage, mittlerweile sich selber so weit abzugleichen, nachdem man die CD-Leseanlage getauscht hat. Ja, tatsächlich. Also, so wie du schon gesagt hast, Martin, dieser Aussetzfehler kann ich ja damit erzeugen. Und je preisgünstiger eine selbstgebrannte DVD ist oder eine selbstgebrannte CD ist, desto geringer ist oftmals auch die Reflexionsschicht, die ich da drauf habe. Die Reflexionsschicht ist sehr, sehr dünn. Und das kommt auch daher, weil du die ja brennen musst. Und die Reflexionsschicht wird natürlich dementsprechend bearbeitet, sodass meine Information darin auch gespeichert wird. Und da ist das große Problem zu sehen, dass wenn du zu preisgünstig rangehst, dass du da dann halt diese sogenannten Dropout bekommen kannst. Das kannst du aber halt auch noch gucken, nochmal testen mit diesem kleinen Keil, den ich da reingemalt habe. Nimmst du dir eine von der CDs, machst du es jetzt mal rein, malst einen Keil drauf und lässt es einfach damit mal laufen. Und dann siehst du schon, ob da Dropouts entstehen. Reicht dir das als Antwort? Gut. Ja, Erik hatte noch gefragt, wenn man den Spindelmotor wechseln will, müsste man den CD-Teller abziehen. Bekommt man den wieder drauf? Ja, den kannst du einfach abziehen. Das ist also gar kein Problem. Den kannst du tatsächlich einfach so nach oben wegziehen. Das ist also relativ leicht. Ich würde das aber immer mit einer kleinen Gabel abziehen, dass du das sauber, mit ansetzen kannst hier. Sowas zum Beispiel. Ne, dass du damit ansetzen kannst und ihn sauber hochziehen kannst. Das ist also relativ einfach gemacht. Das geht ganz gut. Nicht? Oder nimmst tatsächlich eine alte Gabel von zu Hause. Nehme ich auch manchmal, wenn ich was nicht da habe, dass ich mit einer alten Gabel mir einfach der mit den Zinken den Pulli hochziehen kann. Das geht relativ leicht. Okay. Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. Habt ihr noch Fragen? Rainer gibt ein, Erik gibt noch ein. Gibt es CD-Teller, die CD haben? Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt es tatsächlich, aber brauchst du ja eigentlich gar nicht machen, weil du nimmst dir, wenn du diesen CD-Teller hast, es gibt ja einen CD-Teller, der tatsächlich, also ich nehme die CD, so, und manche CD-Spieler haben von oben ja dieses Ding gar nicht mehr. Ne? Also, dass dann einfach nur noch ein schweres Gewicht drauf kommt. Gehe ich davon aus, dass du das meinst, Erik, ja. Ne? Wenn das der Fall sein sollte, habe ich eine ganz einfache Lösung, weil diese CD-Teller nachzukaufen, kosten richtig Geld. Die sind unverschämt teuer. Und meine Lösung ist tatsächlich, ich gucke nach, ist mein CD-Teller kaputt gegangen und warum ist er kaputt gegangen? Und wenn das der Fall ist, habe ich Kleinst-Neodym-Magneten. Und das funktioniert richtig gut. Diese kleinsten Neodym-Magneten, die platziere ich mir dann neu auf meiner CD, auf diesen CD-Pulli, auf diesen hochwertigen CD-Pulli und platziere die neu, klebe die da ein und dann zieht er automatisch die Neodym-Magneten diesen Pulli richtig stramm runter auf den Mitnehmer von dem Spindelmotor. Thema erledigt. Die sind die Geld zwischen 30 und 70, 80, 90, 100 Euro, wollen die für einen ganz popligen Pulli haben. Das finde ich unverschämt. Und das kann man also ohne weiteres mit den kleinen Neodym-Magneten lösen. Machen wir hier zum Beispiel auch. Das heißt, wenn wir jetzt am offenen Herzen arbeiten bei den Geräten und ich lege eine CD oben auf, kann ich mit Hilfe des Neodym-Magneten, ne, wenn ich die CD jetzt aufgelegt habe auf dem CD-Spieler, jetzt habe ich die oben aufgepackt, nehme rechts und links einen Neodym-Magneten hin und dann kann ich die CD mit überprüfen, ob er mit anläuft und so weiter. Ich muss das Gerät also nicht immer wieder zusammenbauen. Das ist eine schöne Lösung. Okay?
Reinhard schreibt noch. Ich habe übrigens für Leute, die wirklich Interesse haben, gibt es eine ganz tolle Seite. Da bestelle ich, in Irland ist das, da bestelle ich meine Leseeinheiten. Und das ist die Firma Dünenberg. Und das klappt richtig, richtig gut. Dünenberg ist das. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das finde. Dünenberg. Habe ich dir jetzt hier geschrieben? So, und die sitzen in Irland und da bestelle ich meine Teile. Ich muss noch mal gucken, ob ich das finde. Ich habe das gerade nicht so schnell gefunden. Und dann kann ich euch die Information gerne nochmal weitergeben. Das lohnt sich wirklich. Erik, meistens sage ich mal ganz ehrlich, nee, lohnt sich nicht, eine gebrauchte Leseeinheit aufzuheben. Das ist jetzt meine Erfahrung, weil Leseeinheitenmarkt ist, der ist so voll und du kriegst teilweise auch über das große A, bekommst du relativ preisgünstig Leseeinheiten hier nachgekauft. Ist auch ganz einfach. Okay. Gut, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, denke ich Ihnen, können wir Feierabend machen. Ich bin auch durchgeschwitzt, würde jetzt auch ganz gerne gleich noch was essen. Ich wünsche euch, glaube ich, denn, meinen lieben Kollegen und Reparateuren, einen schönen Abend noch. Macht's gut und freue mich schon auf das nächste Webinar, was wir gestalten. Vielleicht sehen wir uns dabei physikalisch mal wieder, sodass wir mal richtig schöne Repair-Seminare mal geben können. Ina, was hast du noch? Ich habe das Schlusswort. Ja, danke, Lars. Ich glaube, das hat viele Fragen beantwortet. Ich glaube, die waren alle gut dabei. Wie gesagt, die Aufzeichnung wird eben gemacht. Ich schicke in den nächsten Tagen nochmal einen Link dazu. Und wenn es weitere Termine gibt mit Lars, dann erfahrt ihr das über unser Netzwerk-Newsletter. Und die Aufzeichnung könnt ihr natürlich gerne an eure Kolleginnen und Kollegen aus dem Reparaturcafé weiterleiten. Und ja, könnt auch gerne mir meine Mail schreiben an reparieren@anstiftung.de, welche Themen euch noch besonders interessieren würden. Dann überlegen wir uns da gemeinsam was zu. Oh, da können wir uns auch überlegen, glaube ich. Alles klar. Gut. Ich mache euch im Reparaturcafé und mach weiter so. Bis dann. Also,